Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Parasite Eve 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir starten das Gameplay diesmal im Dunkeln. Wenn ihr lustig seid, dürft ihr natürlich auch im Dunkeln einen Kommentar oder ein Däumchen da lassen, denn im Dunkeln sieht euch keiner, ne? Das ist immer der Vorteil daran. Naja, wie auch immer, wir haben in der letzten Folge das große Pferdchen umgebracht, das hier sein Unwesen getrieben hat. Und unter anderem haben wir die Jumper wieder eingesteckt, wie auch immer. Und jetzt müsste eigentlich hier der Schalter funktionieren. Schloss entriegelt. Genau, und jetzt öffnet sich da die geheime Tür. Nur wohin, ist die Frage. Was ist das für ein Ort? Ah, lol, jetzt kommt voll das Monster. Oh nein. Das ist der Bunker. Versteckt in einer Mine. Oh je. Ich hoffe, der ist nicht so hart, wie ich ihn in Erinnerung habe. So, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Dieses riesige Stück, ey. So einfach draufknallen, was geht. So, ballern, ballern, ballern. Komm, irgendwas muss noch gehen. Antibody geht nicht. Warte mal, haben wir denn irgendwie... Wir haben gar nichts mehr, ne? Ah, dann nehme ich den MM1 jetzt. So, komm, stirb jetzt. Jawohl, boah, voll zerspratzt. Item erhalten. Was haben wir denn bekommen? Eine Zusatztasche und 9mm Patronen. Wir wählen natürlich, muss ich, die Zusatztasche nehmen. Das ist doch ganz klar. Und wir haben sogar noch Platz. Das ist ja sehr schön. So, und die lassen wir, die brauchen wir nicht. Entsorgen. Nice. Ja, okay, der hat auch schon wieder ein bisschen mehr ausgehalten, der Typ. So, und dann wechseln wir mal eben noch die Waffe wieder zurück zur M9. So, und dann können wir ja geschmeidig weiterspielen. Boah, den habe ich ja ganz vergessen. Aber immer wenn man die Räume sieht, dann weiß man wieder, ach scheiße, hier war ja irgendwas. So, alles noch im grünen Bereich, jo. Oh, das Panel für den Lift. Ja, klar, fahren wir nach unten. Was für eine Frage. Eine Folge mache ich heute noch. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon 9 Folgen am Stück aufgenommen und ich sitze hier schon seit 12 Uhr mittags und jetzt ist es fast 1 Uhr nachts. Ja. Also. Nehmt mir das nicht übel, wenn ich so ein bisschen verpeilt bin mittlerweile. So. Was geht hier ab? Hier kommt doch auch wieder irgendwas. Ich weiß es doch. Irgendwas war hier doch. E38. Irgendwas schlummert in meinem Kopf. Och nö, nicht das. Ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ganz fieser Kram hier. So, dafür nehme ich aber die Rifle. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das sind so komische, selbstschießende... Ja, ihr wisst schon. Laserwaffen. Die hängen dann an der Decke. Und wenn die mich anvisieren, dann schießen die. Und dann betäuben die mich zum Teil auch. Was dann nicht so geil ist. Hier haben wir sogar noch mal eine Waffenkiste, eine Munitionskiste. Jede Menge Munition, die nehmen wir natürlich mit. Keine Frage. So, hier war, glaube ich, auch noch irgendwas. Ein Kühlschrank ohne Strom, eine leere Schale. Nee, doch nicht. Aber hier liegt irgendwo noch was, das weiß ich.
Nur, wir haben ja sowieso keinen Platz mehr. Geht nicht auf. Ich glaube, hier liegt noch ein Level 3 Wasser oder so. Irgendwas. Kleidung, Kleidungsstück in allen Größen, Farben und Designs. Sinnlos hier zu stöbern. Es stinkt, sie fangen an zu faulen. War hier nicht noch irgendwas? Na, dann halt nicht. Ich meine, da wäre noch irgendwo was. Aber ich will jetzt auch nicht alles absuchen. So, wir schauen mal auf die Karte. Ja, anders geht's ja nicht, ne? Oh nein, die Viecher. Oh nein, oh nein, oh nein. Die kann man nur mit Magie umbringen. Okay, die machen jetzt in dem Fall nur Schaden. Das ist schon mal gut. So, oh Gott sei Dank haben wir hier noch Magie gehabt. Sonst hätten wir flüchten müssen und das wäre gar nicht so geil gewesen. Das entsorgen wir mal, das brauchen wir nicht. Schlafsaal. So, das war das. Hier haben wir noch irgendwie einen Zettel oder so, ein Etagenbett. Erste Kammer Kaminski und zweite Kammer Yoshida. Sind das alles Familienfotos? Starpack-Poster, wohin man schaut. Im Regal Bücher, überall Netzwerke und Starpack. Der Typ ist wohl ein Netzwerkadministrator. Liebt seine Familie, geht auch auf seinem, geht aber auch seinem Hobby nach. Da liegt doch was. Verschwitzte Bettlaken, bla bla bla. Unterm Bett, also doch ein Fitnessgerät. Im Regal, Computerbücher und Zeitschriften. Okay. Ey, da liegt doch 100 pro noch was. Warum nimmt sie das denn nicht? Das seht ihr doch auch, dass das so komisch animiert ist da auf dem Bett. Da ist doch 100 pro liegt da irgendwas. Und sie nimmt es nicht. Frechheit. Schäm dich, Aya. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich war übrigens Synchronsprecher in dem Spiel. Für die Monster. Oh, oh. Oh, oh. So, jetzt hier diese komischen Maschinen. Gewehre da noch. So, das war's schon. Mega gut. So, dann schauen wir doch mal. Ich glaube, jetzt kommen wir auch gleich schon zu dem Part, wo wir die schwarze Karte, die wir am Anfang gefunden haben, benutzen können. Jetzt gucke ich aber gerade mal eben, ob ich hier die Tür aufmachen kann von der Seite. Fahrstuhlhalle, Schloss entriegeln. Geil. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht durch. So, wir machen mal schnell, dann dauert das nicht so lange mit den Türen öffnen. So. Ja, komm, können wir eben schnell langlaufen hier. So. Waffenkammer. Ja, ich glaube, das ist das hier. Das ist der Raum. Mit der schwarzen Karte. Genau hier. Ein Kartenschloss. Ich brauche eine Karte. Und genau die haben wir gefunden in der ersten oder zweiten Folge. Key-Item. Und das ist die schwarze Karte. So, dann können wir doch mal schauen, was es da so gibt. Eben schauen. Ich glaube, hier kann man sich Munition ohne Ende holen. Jede Menge Munition. Es ist offen. Jede Menge Munition. Buckshot brauchen wir gar nicht. Können wir eigentlich wegschmeißen.
Wo haben wir die? Buckshot entsorgen. So. Es ist offen. Ja, Hydra nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch eine Waffe gibt oder so. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Irgendwas gab es hier noch. Eine Kiste auf dem Karren. Drinnen sind Einzelteile von Waffen. Ich brauche meine Waffe nicht aufzurüsten. Warum nicht? Bist du bescheuert? Die könnte ich gebrauchen. Oh, geil. Ja, warum nehmen wir die Schrotflinte? Nehmen wir doch mit. Was für eine Frage. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Frage ist nur, wie sieht das denn in unserem Inventar so aus? Das ist gut, das brauchen wir auf jeden Fall. Habe ich hier noch Platz? Nee, absolut gar nicht. Der Tonfa-Stab, ne? Der geht mir richtig auf den Sack. Scheiße, irgendwas müssen wir loswerden, damit wir die Schrotflinte noch mitnehmen können. Also die haben wir mit, aber wir brauchen ja auch Munition dafür. Medizin Level 3 will ich eigentlich nicht hergeben. Genauso wie das MP-Wasser ist eigentlich total geil. Der Tonfa-Stab nervt. Wir müssen mal gerade eben überlegen. Wir können auch hier vorne, da gehe ich jetzt einmal hin. Das ist noch so ein Laden hier. Vielleicht kann ich da irgendwas lagern oder so. So, hier kann ich was kaufen. Aha, das ist eine Erweiterung für unser Rifle. Das brauchen wir aber nicht unbedingt. Die haben wir, den brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht genauso wenig, wie wir die brauchen. Also waffentechnisch sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Munition habe ich auch. Schutzkleidung. 4580 BP willst du dafür. 4 Plätze, 6 Plätze, 20 HP, 20 MP plus. Anti-Gift, Anti-Starre. Gegner-HP-Anzeige, Anti-Konfusion. Ich glaube, der ABC-Schutzanzug ist schon ganz geil, wenn wir den nehmen. Ich meine, er kostet auch wieder 3980, aber wir haben viel mehr Platz. Und plus 20 HP und plus 20 MP. Hier wäre halt nur MP plus 50. Antineo-Mitochondrien-Anzug zeigt den Zustand des Gegners an. Bietet Schutz vor ABC-Waffen, sehr leichtgewichtig. Anti-Gift, Anti-Starre ist natürlich auch geil, ne? Wir könnten 3980 BPs sparen. Könnten wir. Boah, da muss ich jetzt gerade mal überlegen, ey. Wie viel Platz haben wir denn überhaupt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich hätte hier nur einen Platz mehr. Und später gibt es noch eine viel geilere Armor. Was XP-technisch haben wir auch wieder ein bisschen was auf dem Kasten. 1600 plus 1200. Dann könnten wir die dritte Fähigkeit schon freischalten. Die kostet nur 1200. Die auch. Die auch. Wir nehmen erstmal das teure Zeug. So, und dann schalte ich Inferno. Soll ich Inferno freischalten? Energieball Life Drain. Betäubt den Gegner für eine kurze Zeit. Ach komm, wir nehmen Inferno jetzt. Scheiß drauf. Oh, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Ich meine, für was brauchen wir das Geld sonst? Schutz. Ach komm, wir kaufen jetzt den ABC an. So, Inventar ist voll. Ah. Ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich die Ersatzweste nicht vorhanden? Oh nein! Es gibt's auch gar nicht.
Oh nein, das ist doch alles nicht wahr, ich hasse das mit diesen Items hier immer. Haben wir denn keine Kiste hier oder so? Hier muss doch eine Kiste sein, in so einem Raum. Warum sind wir nicht in Resident Evil? Da wäre 100 pro eine Kiste bei gewesen. Scheiße, hier gibt's keine Kiste, ne? Oh nein. Ach komm schon. Darf doch nicht wahr sein jetzt hier. Ah, lol. Warte mal, wenn ich jetzt... Ach so, das ist ja die Armory. Scheiße. Aber warum ist da noch eine... Moment mal, das interessiert mich jetzt. Ja, dann geh doch da durch, wenn das Schloss offen ist. Hier ist noch eine Tür. Seit wann das denn? Lol. Schloss entriegelt. Okay, das war mir nicht bewusst. Oder ich hab's einfach wieder vergessen. Das kann auch sein. So, okay, dann haben wir hier schon mal aufgeschlossen. Das ist gut. Wir können aber auch hier nirgendwo speichern. Das ist auch nicht so toll. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ich kaufe mir jetzt einfach diesen ABC-Anzug. Dann muss ich halt irgendwie... Scheiße. Ja, ich weiß, was ich benutze es jetzt einfach. Es tut mir in der Seele weh, aber es muss ja sein. So, dann kaufe ich mir jetzt den ABC-Anzug. So, sei zufrieden, Mensch. Ehrlich. So, use. Sturm, wir gehen zur ABC-Jacke. Das Ding verkaufe ich. Wo ist es? Sturmjacke entfernen. So, die Zusatztaschen könnte ich jetzt benutzen, mache ich aber nicht. So, verschieben, die M1. Verschieben. Und diesen dummen Tonfa-Stab, warum kann ich den denn nicht einfach entsorgen, ey? Ist doch nicht wahr. So, jetzt haben wir hier noch Platz ohne Ende. Verschieben, hier rein. Sortieren. Nachladen. Keine passende Munition. Nachladen. Nachladen. Ah, das ist alles nicht so das, was ich will eigentlich. Verschieben. Zack. Zack. So, jetzt ist eigentlich nur die Schrotflinte da, die ich gar nicht brauche normalerweise. Sollen wir die behalten oder sollen wir die wegschmeißen? Ich meine, wann habe ich schon mal mit einer Schrotflinte gespielt? Eigentlich nie. Ne, nur es ist eigentlich auch gut, sie zu haben. Scheiß die Wandern, ey. Na komm, wir lassen es jetzt einfach so, wie es ist. Anders geht's ja nicht. So. Okay, weiter im Text. Wir haben jetzt lange genug uns aufgehalten hier mit dem ganzen Kram. Werde ich jetzt einfach mal hier langlaufen. Und das, wenn es geht, ein bisschen schneller. Weil wir müssen auch gucken, dass wir irgendwo speichern können noch. Was passiert jetzt? Oh nein, ich kann nicht zaubern, wenn die mich treffen. Das ist natürlich uncool. Ich kann nichts machen, lol. Oh. Komm schon. Komm, jetzt geh weg. Status. Okay. Oh, lol. So ein kleines Kackding. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So, wie sieht's aus?
Okay, wir müssen genau hier hin. Eine fette Tür, noch dazu verriegelt. Okay, können wir nichts machen. Hier können wir eigentlich auch nichts machen. Das sieht auch aus wie voll der wichtige Raum, ne? Aber man kann hier absolut gar nichts machen. Was ist das für ein Apparat? Ja, mehr steht da auch nicht. Das Einzige, was man sieht, dass hinter dem Glas große Leichen in Schutzwesten hängen. Und das sind quasi diese Golems, die dann später ausbrechen. Und, Spoiler, die man dann quasi im Bounty-Mode noch irgendwie extra besiegen kann. Das sind dann irgendwelche versteckten Golems oder so. Ich weiß nicht, ob die dann unsichtbar sind oder so. Aber dann bekommst du extra BP-Points. Und das dürften bestimmt einige sein. Ich habe das zwar noch nie gespielt, aber das steht da halt immer so, dass du dafür extra BPs bekommst. Nur wie viele das sind, weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das pro Golem so 1000 Stück sind, aber ich weiß es wie gesagt nicht. So, Tiefgarage ist auch abgesperrt. So, dann bleibt mir eigentlich nur noch ein Weg übrig. Das wäre dieser hier. Desinfektionskammer. Eine Kontrolltafel. Damit werden die Drucktüren gesteuert. Da blinkt etwas. Desinfektion angehalten. Laborbereich abgesichert. Bitte eintreten. Scheint alles okay zu sein. Okay. Schutzkleidung tragen haben wir ja. ABC-Schutz. Extra gekauft eben. Die braucht man natürlich nicht, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, die Anlage ist außer Betrieb. Sinnlos, sich jetzt Gedanken darüber zu machen. So, eine Sprecheranlage. Achtung, biologische Gefahrenzone Stufe 3. So, und hier werden wir speichern. Und da ist eine Kiste, ich werde bekloppt. So, das überspringen wir mal. Einmal speichern bitte. Dankeschön. Da ist eine Kiste. Ich werde bekloppt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich kann Sachen lagern. Eine robuste Kiste. Nein, das kann doch gar nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, erstmal den Tonfa-Stab weg. Dieses blöde Kackding. So, das brauchen wir alles. Ja, die kommen, die können wir auch erstmal wegtun. Dann haben wir wenigstens noch mal ein bisschen mehr Platz. Weil die Schrotflinte benutze ich wahrscheinlich eh nie. Das können wir einmal wegpacken. Die Cola behalten wir. Weil, falls ich dann mit dem Bereich hier durch bin und ich komme nicht mehr an die Kiste, ist das gar nicht so schlimm. Die verschieben wir natürlich auch. Nein. So, 30 Granaten. Besser geht's doch gar nicht, Mensch. So. Nochmal speichern und einmal healen vorher. So. Mega gut. Mega, mega, mega. So, dann gehe ich hier noch einmal eben rein, bevor wir jetzt gleich aufhören. Wir spielen ja schon wieder 27 Minuten. Thank you.
Schon wieder. Dieses Kind. Also ich habe echt Flashbacks, wenn es um Teil 1 geht. Der Lift führt nach unten. Wozu braucht man so eine fette Tür? Verdammt, verriegelt. Lift nach unten? Ich glaube, da können wir eh noch nichts machen. Nee, da brauchen wir gar nicht hinfahren. Obwohl, wir tun es einfach mal. So, ich mach das mal eben hier im schnellen Modus. Oder ist das doch was anderes? Ziemlich robuste Tür, geht natürlich nicht auf. Kann auch sein, dass ich das gerade verwechsel hier. Okay, es kann sein, dass ich den Raum hier gerade verwechsel. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe das in Parasite Eve 1 schon mal erwähnt, dass es hier irgendwo so einen Raum gibt. Da kann ich nicht wirklich viel machen, weil da so komische Lautsprecher an den Wänden sind, die Aya komplett verwirren. Aber dann habe ich mich gerade wohl vertan. Das ist nicht der Raum. So, wo bist du? So, das war's schon. Hö. Schrotpatronen entsorgen brauchen wir nicht. So, und ich habe schon wieder total die Uhr vergessen, verdammt nochmal. Nice. So, ich schau mal gerade eben auf die Karte. Hier ist natürlich auch wieder alles. Ah, der Fahrstuhl kommt jetzt erst, ne? Alles klar, alles klar. So, jetzt checken wir das eben alles schnell nochmal eben ab. Obwohl. Warte mal, ich mach mal einen schnellen Modus an. Fahrstuhlhalle ist verriegelt. Hier sind. Ja. Forschungslabor ist abgesperrt. Tierzucht. Hier können wir, glaube ich, noch was rocken. Was haben wir hier? Futterlisten mit Notizen liegen verstreut. 16. Januar. Als ich heute früh kam, haben die Schimpansen getobt. Die zweijährige Sheets blutete aus den Augen und war tot. Sie war ein kluges Kind. Ich mochte sie sehr. Als ich ihre Leiche sah, war ich entsetzt. Der Körper war aufgeschwollen oder angeschwollen und die Augenäpfel hingen heraus. Ich bereue, dass ich kein Wasser... Was? Das ist kein Wasser... Was stand da gerade? Egal. Ich hoffe, dass sie in den Himmel kommt. 17. Januar. Dr. Bowman vom anderen Institut ist heute angekommen. Er war schon öfter hier. Ich mag ihn nicht, weil er mit seinem gläsernen Blick überall herumschnüffelt. Aber heute war er ganz anders drauf. Nachdem er mich gegrüßt hat, lief er zum Käfig von Schizophren. Er murmelte etwas vor sich hin und startete Versuche. Ich bat ihn damit aufzuhören, jedoch vergeblich. Dann fing er an, wie verrückt zu lachen und hielt meine Hand. War das Experiment erfolgreich? Ich riss mich von ihm los. Entgegen meinem Wunsch, Sheets zu bestatten, wurde sie entsorgt. 24. Februar, Bowman übernachtet jetzt hier, um Experimente zu machen. Sein Spezialgebiet sollen die Mitochondrien sein. Seine Aufgabe die Erschaffung einer künstlichen Menschheit. Ich sollte das Projekt für den militärischen Bereich umsetzen. Diese Golems sind Leichen von Soldaten. Ich verlange den Organisationen viel, aber das geht zu weit. Die Vorstellung des Übermenschen. Auch wenn er zugrunde geht, ein Mensch sollte Mensch bleiben. 8. März, ein großer Container traf ein, drin tobte etwas.
Ich sah hinein und entdeckte Dr. Baumann, der Golem Nummer 9, der ihn herbrachte. Erzählte freudig, Dr. Baumann hätte sich Mitochondrien gespritzt, um Experimente mit ANMCs selbst durchzuführen. Er hatte Ausschläge am ganzen Körper, ekelhaft. 14. März, ich sorgte mich um Baumann, oder was davon noch übrig ist. Ihm wurden künstliche Organe und Knochen implantiert. Er blödelt herum, scheint aber keine Schmerzen zu haben. Dann fängt er plötzlich an zu heulen, außerdem frisst er jeden Tag stinkendes Fleisch. Ich mache für heute Schluss, weil mir schlecht wird. 12. April, Baumann scheint sich heute nicht wohl zu fühlen. Er friert und will in die Nähe der Heizung. Wenn er rumschreit, werden die Schimpansen ängstlich. Deswegen lasse ich den 3 Meter großen Riesen aus seinem Käfig. Jetzt hockt er an der... Okay, ab hier ändert sich die Schrift, die ANMCs, die meine Vorgängerin getötet hat, ist noch flüchtig. Sie war eine tolle Frau, wirklich schade um sie. Nummer 9 sucht dieses Monster, aber ich glaube, es ist tot. Die 9 ANMCs werden im Westflügel untergebracht. Deswegen brauche ich nur zu sehen, wie sie krepieren. Ab hier folgt nur eine Futterliste. Alter. Was ist denn das für ein Textlog, ey? 9 mm, ja komm, Inventar ist eh voll. Er kann sprechen? Vielleicht weiß er was. Kann das sein, dass das der Baumann war? Okay, der hat mir irgendwas initiiert. OP-Raum versperrt. Hier ist ein ID-Schloss. Okay, hier komme ich also auch noch nicht weiter. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal ganz schnell zurück. So, hier sind auch schon wieder Monster. Da war ich doch gerade. Gegengift brauche ich nicht. Okay, jetzt bin ich aber gerade am Grübeln. Wie geht's denn jetzt weiter? Ist denn jetzt schon wieder alles rot oder was? Item erhalten, Rifle-Munition, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Nee, es ist nicht alles rot. Boah, wie mache ich denn jetzt weiter? Also ich könnte theoretisch runter nach Neo Ark. Da geht's noch nicht weiter. Ach guck mal, da leuchtet ja was. Das ist sehr interessant, würde ich sagen. Von daher gehen wir jetzt erstmal wieder zurück.
durch die Kläranlage. Wie schnell sich das spielen lässt in diesem Modus. Ist ja unglaublich. So, aber jetzt gerade, weil wir so wenig Zeit haben, mache ich das einfach mal. So, wir fahren wieder nach oben. Genau wie im Traum. Das ist wohl kein Zufall. Irgendwas ist wohl sehr heiß. Die Tür meint. Ach, die wurde ja aufgeschweißt oder so, ne? Oder zugeschweißt. So, wir heilen uns mal eben, speichern hier an der Stelle und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Parasite Eve 2. War auf jeden Fall sehr lustig, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr bis jetzt immer noch ein bisschen Interesse an dem Spiel habt, denn jetzt Richtung Ende, also es ist noch nicht Ende, ich glaube, das ist so ein bisschen mehr als die Hälfte, die wir jetzt gespielt haben, kommt auf jeden Fall noch einiges und die Bosse, die auf uns warten, sind auch nicht ganz ohne. Und auch cool animiert und designt. Also von daher, wenn ihr lustig seid, ja, schaltet doch einfach wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.